Ziel gebundener Wasserstoff, der dann dort wieder rausgeholt wird. Also im Unterschied zum Strom, den man nur so weit transportieren kann, wie eben die Kabel reichen, können wir den Wasserstoff aus Australien, aus Brasilien, aus Chile, aus den USA, aus der ganzen Welt zu uns holen. Das wird auch passieren, da werden ja momentan auch die Verträge geschlossen. H2 Global ist jetzt der Versuch einer Plattform.